Zeiten führen. Versteht sich? Dann mal. Wir fliegen über die 119 und markieren den Crew. Kann das nicht machen? Weil der Wind ist so aus. Oder der Wald sterben. Und dann? Ah, oh, sorry, dann die, ja, lass uns hier hoch. Z, direkt, ...197051 zur Korrektor. Hier beim Touchdown möchte ich eine schöne Rundumsicherung sehen. Hä, wollten wir nicht woanders raus? Nein, wir steigen hier aus. Aus und absetzen. User left your channel. Meldet sich im Funkkreis der Main an. Rot, geht ihr vor? Jo. Bull, bedenken, du bist unser einziger Medic, ne? Jo. Overlord, hier Banshee, komm. Ja, Overlord. Der BMP biegt Richtung 137 Grad ein, fährt jetzt direkt Richtung Nordost. Hier Overlord 3-2, komm. Dreht wieder auf uns ein. Overlord, warten Sie 30, Sierra. Jetzt Richtung Südwest. Nicht, dass er uns schon sieht, aber... Overlord, die Banshee, Frage, brauchen Sie Feuer, um zu kommen? Ausweichend Richtung 138. Hier Overlord, haben Sie Möglichkeit, den Heiz zu bekämpfen? Ungefähr. 138 ausweichend jetzt gerade. Overlord, die Banshee negativ, keine Möglichkeit, um die Heim zu bekämpfen. MBT Richtung 130. Ja, gut, ja, dann negativ, wir haben in der Main 4 ZSU kommen. So verstanden, Frage: Haben Sie Funkkontakt zu Topman? Komm. 131 Grad. Ah, warten Sie 2. Entfernung 1500. Er hat zu unserer Position von links nach rechts hinter. Waldstück. So weit habe ich doch. Steuerung U war das, ne? U-Distance. Dahinter war, ist eine Schilker. Ist leider nicht mehr der Fall, weil der Disconnect hat, ja, gut, der Nachbar verlegt wird. Ja, verstanden. Ja, ich gebe mich das an Benji weiter. Irgendwas sehen, Rot. Na gut, ich habe hier auf der Benji, unserer Seite Sicht auf Benji hört, komm. Aber muss erstmal richtig. Ja, zur Zeit gibt es keinen JTAG mehr, weil der es gemacht hat, Disconnect hat. Drücken wir jetzt erstmal zu. Ja, so verstanden. Wir ziehen uns erstmal zurück. Heinz fliegt genau auf uns zu. Sollten Sie Feuerunterstützung brauchen. Heinz fliegt auf uns zu aus Essen. Ja, das ist so verstanden zur Info. Ich habe nur einen Short Range. Das Panzerfahrzeug kannst du nicht genau ausmachen. Das ist so verstanden. Wir verlegen unsere Battle Position nördlich ihrer derzeitigen Position. Ja, haben wir von hier aus schon ausgemacht. Gut, wir stoßen jetzt zu euch, Jungs. Auf geht's. Benji geht runter, Benji geht runter. Ist eigentlich der Sound gegangen. T-72 auf 146 Grad und fährt sich Richtung Süd-Südwest. Der Hein dreht wieder auf uns ein. Ja, bleibt in Deckung von dem Haus. Den Bock, dass der Hein uns hier zerfetzt. Also der AH-64 jetzt tot, oder was? Banshee geht runter, habe ich noch gehört, mehr nicht. Hat den Dings jemand alarmiert? Also gerade auf der 31 sagt der Overlord gerade, wie
Was hat er gesagt? Overlord kümmert sich. Ja, aber hat Overlord einen Medic? Ja, garantiert, aber das macht meiner Meinung nach wenig Sinn. Frag mal nach. Wenn sie keinen Medic haben, dann sterben die da jetzt. Soll ich fragen, Rampage? Achso, ne, Overlord ist Mike, der hat einen. Genau. Der ist Medic, besser gesagt. Ja, dann. Raven, hier Overlord, Overlord Range Check. Ja, das einzige, was mir jetzt einfällt, den Blackhawk zu rufen. Funktioniert Blackhawk mal in Bereitschaft, dass der schon in der Nähe hovert? Üben. Kannst du den Blackhawk anfordern oder mal probieren, ob du den erreichen kannst und dass der eine Anti-Air einladen soll und dann in die Nähe kommen soll für den Fall, dass er Medivac leisten muss und eventuell haben wir ja noch Zeit, die in unsere Nähe Anti-Air aufzunehmen. Zu uns hier in die Nähe, meinst du? Ja, Raven hier vor Recon, bitte komm. Ziele könnt ihr gerne im Gruppenchat auf der Karte markieren. Ich will ja nicht nerven, aber auf 1,07 Grad Infanteriegruppe plus Schiff. Entfernung 800 näher kommt. Raven für Forrican, bitte komm. Stille, die Schilker fährt gerade weg auf der Hauptstraße. Eine Infanteriegruppe, ich sehe keine Schilker. Ja, die Schilker können Sie sich in unsere Nähe begeben für eventuell ein Medivac und eine Anti-Air mitnehmen? Komm. Ja, in unsere Richtung mehr oder weniger, ne? Melde, wir sind ja bereits unterwegs in ihre Richtung. Ja, richtig, und da kommt nichts in unsere Richtung. Wir haben zurzeit aber keine Raketenwerfer an Bord. Ja, ist gar nicht. Okay, so verstanden, ich gib's weiter, vielen Dank. Vor Recon Ende. Ja, das bringt nichts, dann alarmieren wir die. Raven, fahr mal kommen. Ding ist, dass das mal der Radio Tower. Ja, Raven hört. Rampage? Ganz tief. Ja. Raven ist schon unterwegs, aber hat keine Anti-Air dabei. Ja, ist nicht so wild. Okay. Ja, so verstanden, auf welcher Position? Wir müssen sowieso hier Position Sturm im Element machen. 104, Team Overlord, ja, falls ich jetzt je nachdem, was Dagger fahre. Wenn Dagger da reinbrechen wird, mit allen, müssen wir sowieso Dagger, den Dagger möchte den Radio Tower. Sind bereits auf der genannten Position. Dann werden wir sowieso alles auf uns ziehen. Hein kommt wieder genau auf uns. Mache ich ja gar nichts. Ich werde hier spotten und gucken, wie sich die Lage entwickelt und meine günstigste Gelegenheit ausfüllen. Mhm. Das ist momentan meine Intention. Mal 50 vor an den Stein hier. Overlord for Recon, bitte komm. Ist es Ihnen möglich, falls Sie aus der Base wieder zu in unser Einsatzgebiet zurückkommen, Anti-Air mitzunehmen, kommen? Ja, Overlord, ich bin zurzeit noch in Behandlung von Patienten, warte auf die zweite Abholung, das mit der Anti-Air will ich Anleihe annehmen. Gut, wir verstehen uns, folgendes Ende. Er behandelt gerade noch die Patienten, aber macht er. Anti-Air mitbringen. Gerade interessant, was Decker da macht. User joined your channel. Das ist ein Spießrutenlauf. Ja. Ah, die gehen wenigstens voran, ne? Fanny, wie sieht's aus? Ja, ich habe jetzt erstmal Position 1 und Ausweispositionen angegeben. Sind auf der Karte vermerkt.
wurden ein Anti-Air-Schützen aufgetrieben. Joint demnächst wird dann nachverlegt. Ja gut, dann müssen wir mehr oder weniger die Position hier halten, oder? Ne, wir können schon vorrücken. Jenkins ist ein begabter Springer. Okay, und Overlord nähert sich, glaube ich, aus dem Rücken. Feind geht runter. Wenn ich nicht blöd bin. Hein geht deutlich in der Höhe runter. Hein schießt. Kontakt, Kontakt. Achtung auf unsere Position. Ruhig liegen bleiben. Das ist aber nicht weit entfernt von uns eingeschlagen. Na, die scheint sehr erwischt zu haben. Das war, glaube ich, Overlord. Na, positiv. Gut, dann Team Rot, guck mal, ob ihr die da hinten sehen könnt und ob ihr denen noch helfen könnt. Wir sind die einzige Truppe in der Nähe. Ja, verstanden. Ja, gut, hätten wir machen können. Ich bin davon ausgegangen, dass die tot sind. Warte mal. Dagger JTAC für Four Weekend. Raven 01, hier, Dagger JTAC, komm. Raven 01, hört. Landezone auf Koordinate 188104 im Anflug quer Landezone mit gelbem Rauch markiert. Hat sie den Heli gesagt, dass alle gleich eine Igla mitnehmen? Dann können wir die wenigstens gleich mitnehmen. Ja, hier Raven 01, so verstanden. Kollegieres Team. Es ist gerade ein bisschen durcheinander. Ich glaube nicht, dass er was mit hat. Ich kann euch kurz die Koordinaten seiner Landezone durchgeben. 188104. Wiederhole Koordinaten 188 Break 104. Dürfte nicht weit von euch entfernt sein. Der Check ist direkt nach Norden. Kannst du mal versuchen anzufunken und fragen, ob er das Ding mit. Check. Raven für Four Weekend, bitte komm. Ja, Raven hört. Haben Sie Anti-Air dabei? Komm. So, läufst du schon wieder zurück? Ja, positiv. Gut, dann warten Sie bitte an der Landezone. Es kommen zwei Jungs von Four Weekend zu Ihnen. Die holen sich die Stinger oder etwaiges ab. Komm. Achtung, Achtung, ja, so der Hubschrauber hat auf den gelber Zielrichtung eingedreht, wo der Hubschrauber herkommt. Positiv. Check. Wo ist die denn, die Hind? Tempo, Tempo, ja. Heli kommt an. Wenn es zu steil ist, weichen Sie Richtung Norden aus. Raven, zu Ihrer Info, die Hind fliegt auf Sie an. Nie im Anflug. Okay, danke für die Info. Bitte sofort einladen. Nie extrem nah im Anflug. Kommt direkt davor. Ich hab Raven Bescheid gegeben. Rhiney, Full, haltet euch kurz von dem Heli fern. Alter Schwede, jetzt wird's eng. Ah, scheiße, die kommen. Ja, das war's. Fuck. Fuck. Okay, der kommt wieder über uns. Dagger für Four Weekend, bitte komm. Wieso antwortet Dagger nicht auf der 31? Haben die schon vorher nicht? Okay, ich bin um den Verwundeten, ich hol's jetzt. Dagger für Four Weekend? Ihr JTAC ist gerade abgeraucht, des Weiteren ist auch Raven leider von der Mie zerstört worden. Komm. Ja, so verstanden. Können wir leider gerade nichts machen. Wir sind mitten am Radio Tower und haben hier mehrere
ZSU-Kontakte, wo wir eigentlich gehofft hätten, der Apache könnte das regeln, aber der Apache ist ja da abgeraucht. Wir sitzen so ein bisschen in der Patsche, weil wir... Wie kommt auf euch zu? Wie kommt auf euch zu? Ob ihr uns vielleicht helfen könntet. Voll, können wir gerade Dagger helfen mit AT von hier? Rampage? Was? Scheiße, können wir Dagger mit AT von hier helfen? War das zu viel? Negativ, wir können ihnen leider von hier nicht helfen. Entfernung ist zu groß, des Weiteren haben wir nur ein AT. Komm. Das hätte ich dir jetzt auch gesagt. So verstanden. Dagger Ende. Ich glaube, der ist leicht enttäuscht. Ja, ich kann meine Truppe nicht komplett zerreißen, sorry. Ist klar. Er weiß ja auch nicht, was hier abgeht. Ja, weil wir kommen nicht vorwärts, weil in der Main nichts vorwärts geht und hinter uns andauernd Leute abgeschossen werden. Ja, warte. Die sind schon am Radio Tower. Die haben nur ein bisschen gepanzerte Fahrzeuge um sich, die halt gerade Stress machen. Na also, Hide is down. Ja gut. Fuck mir, Digga, gute Arbeit, Heinz zerstört.